Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nacht. Ich fange direkt hier mit dem Bahnübergang an. Viele sind ja auch Fans von Zügen und hier ist jetzt gerade die Bahnschranke runtergegangen und da kommt jetzt gleich der Zug. Gegenüber von mir ist der neu errichtete Verkehrsübungsplatz von Walbach. Das kann ich hier gerade mal zeigen. Genau, hier ist der neu errichtete Verkehrsübungsplatz. 300.000 Euro hat er gekostet. Und gleich gibt es dann auch den Bericht, den Wetterbericht, den Helmut Kohler, der Wetterreporter, erstellt hat. Er schreibt öfters auch für die Zeitungen. Und jetzt kommt als erstes mal hier der Interregio, ein schöner roter. Und es gibt ja viele Bahnfans. Ja, servus, mag ich auch online. Und ja, jetzt muss ich mich gleich umdrehen, muss aber warten, bis die Autos hier wegfahren sind. Ihr wisst ja, Datenschutz und Co. Kennzeichen. Und dann drehe ich mich hier einmal um 180 Grad rum. Hier ist der neu errichtete 300.000 Euro Verkehrsübungsplatz. Servus Tim. Der wurde jetzt die Tage komplett fertiggestellt. Ich habe schon überlegt, ein Video drüber zu drehen, aber ihr wisst ja, ich habe so viel Material zum Bearbeiten. Dann fahre ich da lieber runter und zeige es euch live. Und es gibt übrigens im Landkreis Waldshut nur zwei Verkehrsübungsplätze. Das ist der hier in Walbach. Also Walbach gehört zu Bad Säckingen dazu am Hochrhein. Und dann gibt es noch einen anderen in Wutöschingen, da wo es einen Unfall gerade gegeben hat. Die Feuerwehr ist auch vor Ort gewesen, an der Bundesstraße 314, da Horheim, irgendeine Abzweigung, ist in mehrere Gruppen. Dann hat es am Eckberg oben noch ein Auto auf dem Dach gehabt. Ich bin da mal vorbei, aber das war schon wieder weggeräumt. Die sind da ja recht schnell. Und was der Wetterbericht angeht, ja, ich habe hier meinen Regenschirm da, wie das sich so gehört im Regen, aber es hat gerade aufgehört. Da oben sind nämlich graue Wolke, aber kein Regen mehr. So, und jetzt brauche ich hier kurz das Smartphone von meinem Assistenten, der nicht vor die Kamera kommt. Und den Schirm brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Den Schirm brauche ich nicht mehr. So, also wie gesagt, erstellt der Wetterbericht ist vom Helmut Kohler. Er schreibt auch für eine lokale Tageszeitung. Und er schreibt hier: Für den September zu warm, zu trocken und zu sonnig. Es wird leider zur wiederholten Gewohnheit. Denn nach fast 2 Wochen andauernden Hochdruckphase war der Säckinger September als erster Herbstmonat gegenüber der Norm von 81 bis 2010 1,7 Grad zu warm, 51,2 Liter pro Quadratmeter zu trocken und 41 Stunden zu sonnenscheinreich. Ja, ich habe ja mal in einem Livestream erzählt und auch gezeigt, wie der Wald im Hotzewald oben ausschaut. Ziemlich schlimm, also braun. Viele schreiben, der Wald stirbt nicht, er verändert sich nur.
Ja, und mit den Hochs, Doris, Elektra und Carmen, sowie den Tiefs, Eckbert, Ferdinand und Götz, begann die erste 1,6 Grad zu warme und 2 Liter pro Quadratmeter feuchte Septemberwoche bei teils spätsommerlichem, teils frühherbstlichem Wetter mit einer Temperaturachterbahnfahrt. Hatte Bad Säckingen am 4. mit einer spätsommerlichen Höchsttemperatur von 26,1 Grad noch kurze Hosen und T-Shirt-Wetter, kam am 6. bei einer eher herbstlichen Höchsttemperatur von 16,3 Grad das seit längerer Zeit verschmähte leicht Jäckchen wieder einmal zum Einsatz. Servus Chris MK3ler und give you who, genau. Give you who. Dir war, glaube ich, mein Intro irgendwie zu lang und du hast trotzdem anguckt und letztes Mal kam auch so ein Kommentar. Was war's? Langweilig? Irgendwo sowas. Also, es zwingt dich keiner hier Schwarzwald TV zu gucken. Genau. Beim dritten schlechten Kommentar wird man deaktiviert. Dann kann man nichts mehr schreiben. Ganz einfach. Ist so. Also, gehen wir weiter im Text. Ich werde übrigens den Text im Nachhinein in die Videobeschreibung reinblenden. So. Temperatur. Ja, hier läuft gerade der Sportverein vorbei. Die gehen wahrscheinlich zum Training bei Wind und Wetter. Also, gehen wir hier weiter. Im Gefilde. Tief Hans sorgte am 8. bei einer Höchsttemperatur von nur 14,2 Grad nochmals für 6,2 Liter pro Quadratmeter Regen, bevor ab dem 9. September die Hochs Friederike und Gaia zunehmend für ihre wärmere Temperaturen und Sonnenschein sorgten. Bis zur Monatsmitte wurden wir somit durch einen vorgezogenen Altweibersommer mit Badewetter verwöhnt. Am 15. verzeichneten wir mit 28,7 Grad die höchste Monatstemperatur. Servus Sternchen Erdi. Mit dieser Sommerphase war die erste Septemberhalbzeit 1,9 Grad zu warm, mit 8,2 Liter pro Quadratmeter fiel erst 8,6% des normalen September-Niederschlages und die Sonne schon 107 Stunden, schon 63% des September-Solls. Unter weiterem Einfluss von Hochgaia erreichten wir am 16. zum Start in die zweite Septemberhälfte mit 30,1 Grad den ersten Hitzetag und zugleich die höchste Temperatur des Monats. Mit einer nordwestlichen Strömung wurde ab dem 18. September von der Nordsee aufgewärmte Polarluft zu uns geführt. Die Höchsttemperaturen gingen rund 6 Grad zurück. Aber Hochhanneke sorgte weiterhin für sehr viel Sonnenschein. Irgendwie fürs Wetter interessieren sich nicht so viel. 4 Zuschauer, 4 Likes. Servus. Wenn ich jetzt hier was anderes reinschreiben würde, schwerer Verkehrsunfall, dann würden wieder hier 100 Leute zugucken. So sind sie halt. Aha. So. Ich muss hier mal kurz das ein bisschen höher hebe. Dann geht es hier weiter im Gefilde. Nach einem weiteren Sommertag ab 25 Grad mit 27,3 Grad am 22. schwächte Tief. Hier ist ja richtig was los. Da ist richtig was los hier.
schwächte Tiefjürgen in der Nacht auf den 23. mit 15,4 Liter pro Quadratmeter Regen das Niederschlagsdefizit nur leicht ab. In der letzten Septemberwoche sorgten die Tiefdruckgebiete Klaus und Lysander für einen herbstlichen, wechselhaften Witterungsabschnitt. Nachdem wir in Bad Säckingen am 29. September nochmals sonniges 24,2 Grad warmes Sonntagswetter genießen konnten, brachte Sturmtief Mortimer, den kennen wir ja, Sturmtief Mortimer tue ich übrigens die komplette Playlist oben verlinke im Nachhinein bei Minute 11. Der Mortimer in der Nacht auf den 30. mit Windböen um 50 Stundenkilometer die höchsten Windgeschwindigkeiten des Monats. Ja, so viel zum Wetter eigentlich vom September. Und wir haben ja heute 1. Oktober. Und ja, hier bin ich am Verkehrsübungsplatz und zeige euch jetzt einfach mal, genau. Hier hat bereits schon eine Schulklasse auch geübt. Eine Schulklasse hat hier bereits schon geübt. Und ja, hier wird der Fahrradführerschein dementsprechend dann demnächst gemacht und getan. Lang ist her. Also wie gesagt, 300.000 Euro. Viel Geld, viel Geld. Und hier kann man bestimmt gut Inliner fahren auf der Fläche. Nicht schlecht. Gut, das war's auch schon hier. Der Wetterrückblick vom September 2019. Vielen Dank von dieser Stelle aus an Helmut Kohler, der den Text erstellt hat. Und genau. Ja, ist alles in Ordnung. Gut, also ich tue im Nachhinein den Text von dem Wetterbericht noch in die Videobeschreibung rein. Ist dann so in der nächsten Stunde dann mal oben oder auch schneller. Wünsche euch einen schönen Abend noch und seid schlau. Schaut Schwarzwald TV. Ciao.